Hallo Leute, FIFA Trading HD ist am Start und herzlich willkommen zu diesem kleinen Lückenfüller Video. Wir spielen FIFA 14, dieser Season Modus. Ja, ich habe dieses Video schon vor, sagen wir mal, also schon auf jeden Fall im letzten Jahr aufgenommen. Und ja, jetzt möchte ich es halt mal raushauen. Ich habe ein Thema zum Erzählen, oder eigentlich zwei, ich komme zum ersten sofort. Vielleicht merkt es ja, ich bin jetzt vielleicht nicht so mega aktiv in letzter Zeit und würde halt gern noch einen haben, der vielleicht auch Bock hat, mal was weiß ich, so ein bis zwei Videos in der Woche rauszuhauen. Wäre geil, wird sich dort jemand finden lassen, weil ich habe keinen Bock, dass ich nachher noch irgendwelche Abonnenten verliere, weil ich nicht genug Videos raushaue und ich bemühe mich ja auch schon, aber wäre halt schon schön. Und das zweite Video ist, es kommt hoffentlich noch am Freitag oder Mittwoch eine neue Serie raus, die nennt sich Beer Pro. Beer Pro, also nicht diese, was wollte ich jetzt sagen, sorry, es wird nicht dieses Karrieremodus mit diesem einen Typ sein, sondern halt, ich werde so euch zeigen, wie ich besser spielen werde. Zum Beispiel hier, William läuft perfekt mit diesem Passing Pro. Das benutze ich ja relativ oft, oder langer Passing Lauf und sowas. Ja, damit ich euch zeige, wie sowas geht und wie ihr es am besten einsetzt und wie ihr dadurch halt am besten spielt und ja, halt dann auch hoffentlich alles gewinnt. Was dann natürlich gegen mich. Nein, dass ihr halt einfach lernt, wie ich spiele und wie ihr halt besser werdet. Zum Beispiel so ein Berber-Skin und sowas, wenn ich euch ein paar Skills auch zeige. Oder zum Beispiel, wie man vom Anstoß Tore machen kann. Also so mehr oder weniger Tutorials. Ja, jetzt gehe ich mit meinem Thema durch, dann können wir auch gleich ins Commentary einsteigen. Eto'o spielt rein und verdammt Torres. Mein Kritik zu FIFA 14. Flanken sind sowas von OP. Ich habe letztes Jahr zu schlimmer aufgeregt. Ich hatte mit Ramos und Puyol relativ kopfballstarke Spieler und habe trotzdem jedes Spiel, wenn ich gegen Reus gespielt habe, einen Kopfballtor kassiert. Aber jetzt macht jeder Pisser, wenn du Ben Ticke, Fernando Llorente, jeder zweite oder Mandzukic, jeder zweite hat hier im Team. Und das kackt mich richtig an. Weißt, da kann man auch fast nichts mehr gegen machen. Ja, und dann nochmal ein schönes Dribbling von William und Schürrle schließt ab. Ja, 4-1, 90. Minute. Ich find's halt ein bisschen kacke, wie die FIFA, FIFA dieses Jahr gemacht hat. Macht nicht mehr so wirklich viel Spaß. Ja. Da bricht der Gegner dann noch ab und ich komme auch zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch eine positive Bewertung da. FIFA Trading ist raus. Ciao.